In Aufstieg der Göktürken haben wir gesehen, wie die Aschina-Familie um das Jahr 400 herum scheinbar aus dem Nichts im Altaigebirge auftauchte und von dort aus das Volk der Türk aus der Knechtschaft befreite. In der Folge nahmen die Brüder Bumin und İşçemi Herrschertitel an, versammelten alle türkischen Stämme und Föderationen und errichteten dabei das erste eurasische Steppenreich der Geschichte. Nun habe ich stets von den Türken gesprochen, wenn ich euch die Ereignisse im Göktürk-Khaganat erzählt habe. Allerdings bedeutet das keinesfalls, dass im Reich der Göktürken nur Türken gelebt haben. Zudem waren die Türken vor Ankunft der Aschina in ganz Eurasien verstreut gewesen. Das Khaganat bildete nur den losen Bund all dieser Turkvölker. Dabei stellt sich die Frage, welche Turkvölker gab es damals eigentlich? Außerdem, welche Ethnien lebten noch im Reich? Und wie war das Zusammenspiel zwischen all diesen Volksgruppen? Diese Karte zeigt das Reich der Göktürken in den 580er Jahren. In der vergangenen Episode haben wir die Anfänge des Bürgerkrieges beleuchtet und bevor wir weitermachen, lohnt sich ein Blick auf diese Darstellung. Darin seht ihr zum einen das Gebiet des Herrschers im Westen, in diesem Fall handelt es sich um Tardusch, und das Gebiet des östlichen Herrschers. Zu jener Zeit war das İşbara. Die Grenze verlief mehr oder weniger vertikal vom Orkhon herab. Die Hauptstadt des Ostens, Ötüken, befand sich ziemlich nah an dieser Grenze. Darüber hinaus sind alle größeren Volksgruppen im Reich eingezeichnet. Die letzte Episode hat im Osten aufgehört, also fangen wir wieder von dort aus an. Es gab vier politisch und soziokulturell relevante Gruppen in jenem Gebiet. Zunächst die Khitan. Bei ihnen handelt es sich um eine nicht-türkische Ansammlung proto-mongolischer Stämme. Die Khitan werden zum ersten Mal in der Chronologie der westlichen Wei-Dynastie in Nordchina erwähnt. Es ist wahrscheinlich, dass die Khitan einst Teil der turko-mongolischen Shanbei-Föderation gewesen sind und sich nach dessen Fall absplitterten. Laut den Aufzeichnungen der Chinesen rasierten sich die Khitan regelmäßig ihre Köpfe und ließen stattdessen Haare von der Schläfe entlang der Halsregion bis zur Brust wachsen. In jedem Fall wurden die Khitan von den Göktürken erfolgreich erobert, nachdem Mukan vom Westen und zeitgleich das koreanische Königreich Goguryeo aus dem Osten angriff. Die Khitan siedelten sich dann gezwungenermaßen am Gelben Meer an. Diese Paramongolen verfügten um das Jahr 600 herum nur über 43.000 Krieger. Das entspricht einem Bruchteil der türkischen Armee. Allerdings nahmen sie eine wichtige Rolle im türkisch-chinesischen Machtkampf des 7. Jahrhunderts ein. Die bekannteste der türkischen Volksgruppen in dieser Gegend ist die Stammesföderation der neuen Oğuzen, auf Türkisch Dokuz Oğuz. Oğuz bedeutet übersetzt einfach Stamm oder Gemeinschaft. Diese Ansammlung war einst Teil der türkischen Tile-Föderation gewesen. Die Tile, wie wir in den Episoden 2 und 3 gesehen haben, herrschten einst vom Altaigebirge bis in die Ukraine. Es handelte sich bei ihnen jedoch mehr um eine lose Ansammlung von Stämmen als um ein zentralisiertes Reich. Die neuen Oğuzen spalteten sich irgendwann von ihnen ab und siedelten sich in Nordostasien an. Für die Göktürken spielten sie eine wichtige Rolle. Einerseits kämpften sie im Namen des Kagan in vielen Kriegen gegen die Chinesen mit, andererseits waren sie selbst in Revolten gegen ihre Lehnsherren verwickelt. In den Orkhon-Inschriften ist zum Beispiel die Rede davon, dass Bilge Khan, der bekannteste aller Göktürken-Herrscher, die neuen Oğuzen als seine Leute betrachtete. Doch als dann die Welt ins Ungleichgewicht geriet, wandten sich die neuen Oğuzen gegen Bilge Khan und rebellierten. Die Geschichte der neuen Oğuzen ist sehr interessant und zum Teil undurchsichtig. Es gibt Theorien darüber, dass ein Teil der neuen Oğuzen von den Koreanern oder sogar den Tungusen abstammte. So oder so werden wir im Laufe der Serie noch des Öfteren auf sie zu sprechen kommen. Die Kirgisen lebten zu jener Zeit am Fluss Jenisej, nahe des Baikalsees, und waren eine der ältesten Turkvölker. Ihr Aufenthalt in dieser Region ist vom 3. Jahrhundert vor bis zum 13. Jahrhundert nach Christus gut dokumentiert. Laut dem Gelehrten Peter B. Golden leitet sich ihr Name aus der alttürkischen Bezeichnung für graue Pferde ab. Die chinesischen Quellen behaupten, dass die frühesten Kirgisen aus dem Sajan-Gebirge abstammen. Ihr Aussehen wird in vielen Quellen als asiatisch, aber mit blondem oder rötlichem Haar beschrieben. Doch die sprachlichen Indizien deuten darauf hin, dass es sich bei den Kirgisen nicht etwa um Einwanderer aus Europa, sondern um ein Urvolk aus Sibirien gehandelt hat. Sie waren also Teil der sogenannten paläosibirischen Völker. Zur Zeit der Göktürken waren sie zwar im Jahr 560 von Mukan-Kagan unterworfen worden, wie wir auch bereits in Episode 7 gesehen haben. Allerdings spielten sie innerhalb des Khaganats eine bedeutende Rolle.
Später, nach dem Ende des zweiten Göktürkreichs im 8. Jahrhundert, hatten die Uiguren deren Rolle als Herren der Steppe übernommen. Doch rund ein Jahrhundert später machten die Kirgisen den Uiguren die Herrschaft streitig. Sie bildeten ihr eigenes Khaganat, das mehr am Staatsmodell der Göktürken als an dem der teils sinisierten Uiguren ausgerichtet war. Und das, obwohl die kirgisischen Khagane, die übrigens die alttürkische Schrift der Göktürken weiterverwendeten, sich stets als Nachfahren eines gewissen Li Guang darstellten. Li war ein bedeutender General der chinesischen Han-Dynastie gewesen. Wir werden auch in Zukunft noch oft auf die Kirgisen zurückkommen. Syotardusch ist eine Rekonstruktion der ursprünglichen Bezeichnung für die Shuiyan-Tuo, eine Volksgruppe, die wie die Neuen Uosen ebenfalls einst Teil der Thile gewesen ist. Ihre Geschichte nimmt erst im 7. Jahrhundert richtig an Fahrt auf. Allerdings könnte ihre Vorgeschichte einen Hinweis auf die Verwandtschaft der alten Türken mit den Hunnen geben. Im Tongdian, einer chinesischen Enzyklopädie des Jahres 756, werden die Syotardusch als Zusammenschluss zweier verschiedener Stämme bezeichnet, den Shui und den Yantuo. Die Yantuo wurden einst von den Hunnen unterworfen und nach dem Fall des Hunnenreiches schlossen sie sich mit den Shui zusammen, daher der Name Shui Yantuo. Im Jahr 605 kam es zu einem Zwischenfall, als der westtürkische Kagan, Aslan Taman, die Shui Yantuo im Osten angriff, vermutlich um sie den Osttürken streitig zu machen und sie selbst zu unterwerfen. Daraufhin errichteten die Shui Yantuo unter Führung des Kibi-Stammes ein eigenes Reich, das seinen Sitz im Turfan-Becken hatte. Über 100 Jahre später, nach dem Untergang der Göktürken, stiegen die Syotardusch oder Shui Yantuo zu einem mächtigen Akteur auf und nahmen zeitweise den Platz der Türken im geopolitischen Schachbrett Asiens ein. Im Westen der Karte sieht die Zusammensetzung der Gesellschaft ein ganzes Stück spannender aus. Die Thile haben wir bereits besprochen. Hier handelt es sich um jene Thile-Stämme, die sich nicht vom Kern abgespalten hatten und in den türkischen Orhon-Inschriften als Töllös bezeichnet wurden. Sie hatten sich am Balchaschsee angesiedelt und waren berüchtigt für ihre zahlreichen Rebellionen gegen die Ashina-Dynastie. Trotz ihrer Aufmüpfigkeit waren die Thile ein essentieller Bestandteil der militärischen Macht der Göktürken, denn sie waren es gewesen, die unter dem Kommando von İstemi das Reich vom Altai bis in den Kaukasus expandiert hatten. So gesehen entspricht das hellblaue Gebiet, über das Tardusch, Sohn von İstemi, herrschte, den Eroberungen der Thile. Ob Tardusch ihnen dafür dankbar gewesen ist? Weiter westlich finden wir die Kimek vor. Wie bei den Thile handelt es sich auch bei den Kimek nicht um einen Stamm, sondern um eine ganze Föderation von Stämmen, die am Fluss Irtysh residierten. Woher sie kommen? Wladimir Minorski stellte mit Hilfe von Wladimir Bartholds Recherchen die Theorie auf, dass die Bezeichnung Kimek aus dem türkischen iki imek bestehen würde, also die zwei Imek. Die Gründungsstämme hießen vermutlich Imi und Imek. Der berühmte türkische Gelehrte Mahmud al-Kashgari, der einst im 11. Jahrhundert ein Buch über alle Turkvölker verfasst hatte, setzte die Kimek mit den Kipchaken gleich, die damals über die Ukraine herrschten. Wie die Syotardusch im Osten errichteten auch die Kimek im Westen nach dem Untergang der Göktürken ein eigenes Reich. Der persische Gelehrte Abu Said Gadisi schrieb zur gleichen Zeit wie Al-Kashgari, dass gewisse Stämme wie die Bayondur und Emir Teil dieser Föderation gewesen seien. Ganz im Westen des Khaganats finden wir drei Volksgruppen, die euch bekannt vorkommen dürften. Zum einen die Magyaren. Das Urvolk der Ungarn hauste vermutlich im 6. und 7. Jahrhundert am Wolgafluss. Die Bulgaren weiter südlich am See von Asow. Beide Volksgruppen wanderten nach dem Untergang der Göktürken in Europa ein und errichteten bedeutende europäische Königreiche. Ihren Glauben an Tengri behielten sie übrigens noch eine ganze Weile bei, bevor sie christianisiert wurden. Weiter südlich lebten die Hassan oder die Vorfahren der Hassan, das ist bis heute nicht ganz geklärt. Tong Yapgu, der König der Westtürken, legte im Jahr 630 den Grundstein für die spätere Gründung des Hassanreiches, einem Reich, das über Jahrhunderte hinweg den Kaukasus und alle umliegenden Gebiete beherrschte und dessen politische Führung zum Judentum konvertieren sollte. Zuletzt finden wir zwei Volksgruppen, denen nach meiner Ansicht die größte Bedeutung zukommen dürfte. Die Oos und die Sogdier. Über die Sogdier habe ich bereits in den Episoden 3 und 4 ausführlich berichtet. Sie hatten ein sehr gutes, wohl gar inniges Verhältnis zur Ashina-Dynastie und waren gut in das Göktürkenreich integriert.
im Gegensatz zum Beispiel zu den Thiele. Die Oos habe ich bisher jedoch nicht erwähnt. Nun sind wir bei der wichtigsten Volksgruppe dieser Zeit angelangt. Bei ihnen handelt es sich nicht um die Dokus-Oos, sie hatten trotz der ähnlichen Namen auch keine Verwandtschaft zueinander. Obwohl Oos im Türkischen für die Bezeichnung Stamm steht, handelt es sich hier ebenfalls um eine Föderation und die vielleicht wichtigste von allen. Denn sie sind es, die den Grundstein für die heutige Türkei legten. Aus der Oos-Yabgu-Föderation am Kaspischen Meer gingen 24 Stämme hervor, darunter die Bayondur, die wohl auch Teil der Kimmek gewesen sind, die Kayer und die Künnek. Auch die Bejenek waren dabei. Wieso diese Stämme so wichtig waren? Die Künnek waren der Stamm der späteren Seldschuken, dessen Eroberungen einerseits die politischen Verhältnisse im Nahen Osten aufwirbelten und dabei um das Jahr 1095 herum die Kreuzzüge auslösten. Andererseits zogen mit den Seldschuken viele Oos-Stämme ebenfalls aus dem Gebiet des Kaspischen Meeres aus und wanderten in den Iran, dann bis nach Irak und Syrien und schlussendlich nach Anatolien ein. Zwei dieser Stämme waren die Bayondur und Kaya. Ein Mann namens Bayondur Khan wird im Buch Dedekolkut als Herrscher der Oos bezeichnet. Jene Sage wurde jedoch am Hof der Akkönlu verfasst, die wiederum ihre Familiengeschichte auf die Bayondur zurückführen können. Entsprechend ist anzunehmen, dass stattdessen jeder der 24 Oos-Stämme abwechselnd einen Herrscher stellte. Die Bayondur errichteten im 13. Jahrhundert ein kleines Herzogtum in Ostanatolien und eroberten im 15. Jahrhundert weite Teile Persiens und des Irak. Zur gleichen Zeit hatten sich die Osmanen als Großmacht in Westanatolien und auf dem Balkan etabliert. Und der Stamm, auf denen sich die Osmanen beriefen, war der Stamm der Kayer. Vor 500 Jahren standen sich also zwei türkische Dynastien gegenüber, deren Vorfahren Teil der Oos-Föderation gewesen sind. In Osteuropa hatten sich zudem die Pechenegen als ernstzunehmende halbnomadische Großmacht im 11. Jahrhundert etabliert und sich permanent mit den Byzantinern angelegt. Es ranken sich viele Legenden und Mythen um die Oos. Doch lässt man all das beiseite und betrachtet nur die Fakten, kann man mit gutem Recht behaupten, die Oos-Yabgu-Föderation war der welthistorisch wichtigste Staat der türkischen Geschichte. Ohne sie hätte es die Osmanen, die Akkönlu und die Seldschuken nie gegeben. Und ohne sie wären die Türken vermutlich nicht nach Anatolien ausgewandert. Es gäbe die heutige Türkei vermutlich nicht. Doch so wichtig die Oos später wurden, so undurchsichtig ist ihre Rolle im Göktürkenreich. Wir wissen nur, dass sie sich in der Gegend des Setyusu-Sees im heutigen Kasachstan angesiedelt hatten und nicht Teil der Thiele oder anderer Föderation gewesen sind. Ihre Gesellschaft war zudem eher militaristisch, denn der nomadische Lebensstil hatte sie notwendigerweise zu Jägern und damit auch zu Kriegern erzogen. So wie eigentlich auch bei den Göktürken üblich. Mit der Zeit wurden sie sesshaft. Mahmud al-Kashgari listet für sie die Städte Sabran, Karnak und Sugnak auf. So wurde ihre sogenannte Oos-Yabgu-Föderation, denn die Oos wurden stets von einem Yabgu beherrscht, zu einem wichtigen Akteur gegen die einfallenden Araber aus dem Orient. Ich werde in der Zukunft passend dazu ein separates Video anfertigen. Das war die Übersicht zu den bedeutenderen Volksgruppen im Reich der Göktürken. Wie wir gesehen haben, waren die meisten von ihnen türkisch. Allerdings besaß jedes Völkchen, wenn man das mal so sagen darf, spezifische kulturelle und sogar sprachliche Eigenschaften. Entsprechend war die Einheit im Reich nicht zu jeder Zeit gewährleistet. Oftmals mussten die Herrscher der Aschina-Dynastie ausrücken, um Rebellion niederzuschlagen. Dennoch war es bedeutend für die weitere türkische Geschichte, dass unter dem Aschina-Banner zum ersten Mal alle Turkvölker in einem Staat gelebt haben.